Ach, so, moin zusammen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Kalle, moin, grüß dich. Alles frisch, alles gut, alles hübsch. Ich hoffe mal. ja, heute ein bisschen Insurgency Sandstorm. Mega spaßiges Spiel, muss ich sagen. Das sieht wieder nach fröhlichem Sterben aus. Mal gucken. mal gucken. Ich gebe mir Mühe, dass es nicht so sein wird. Assaulter M16A4. Ne, wir nehmen mal das G36. Wir nehmen ein Red. Wir haben keine Punkte. Okay. Okay. Auch nicht. Okay, okay. Insurgency Sandstorm, ich weiß nicht, wer es noch nicht kennt, ist ein spaßige kleine. Entweder ist das Spiel zu leise oder das Spiel zu laut oder das Mikro zu leise. Moment. Das könnte gegebenenfalls. Machen wir es mal so. So, das erste ist sowieso so eine kleine Proberunde, sage ich mal. Ne? Alright, get your shit. So, ich hoffe, das passt. Juli, moin. Link! Alright, let's go! Alright, let's go! Alles privat, Juli, alles privat. Ja, ist eine ganz coole, spaßige Geschichte, die man mal eben auch so ein bisschen zwischendrin zocken kann, muss ich sagen. Weil es halt wirklich Spaß macht. Ist relativ unkompliziert, sage ich mal. Oh. Muss mal aufpassen jetzt hier. Haben wir ihn? Nicht, ob da wer hinter ist. Okay, we got Bravo. Nice. Fuck, that Alpha. Oh. Da war einer. Benny, moin. Wann kommt LS? Oh, weiß ich nicht, wenn LS besseren Sound hat oder so. Oh, gerade mal nachladen. Ja, ja, ich komm schon. Ah, verdammt. Zu spät reagiert. Zu spät reagiert. Naja. Ja. Insurgency Sandstorm, wirklich sehr, sehr spaßige Geschichte, weil es wirklich mal so einfach so ein bisschen, es gibt verschiedene Rollen, es ist nicht allzu kompliziert, kannst halt mal eben so zwischendurch zocken, dann LS21, ja, schauen wir mal, ne? Oh, fuck. Damn it, they took Bravo. Das ist mal eben jetzt da oben die den Punkt. Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, mal eben den Punkt wieder einnehmen, aber. Knappes Ding. Ja, das wäre. Also, ich muss ja sagen, LS19 macht mir schon Spaß, ne? Aber ich will halt auch wieder nicht nur LS zocken, das weiß ich nicht. Das ist dann. Da habe ich dann irgendwie auch keine Lust drauf.
Ist halt so. Come on! They need us, come on! Und gerade bin ich tatsächlich so ein bisschen eher auf dem Trip, dass mir Insurgency sehr viel Spaß macht. Was? Ist da oben wer drin? Guck mal hier. Okay. Nice. Ja, super. Jetzt haben wir hier Bravo gekappt und die sind allerdings auf dem Weg zu einem ganz anderen Punkt. Naja, nehmen wir Charlie ein. Fuck. Oh, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht, habe ja noch PUBG noch. Ja, deswegen. Also PUBG ist nicht mehr. PUBG ist irgendwie nicht mehr so ganz meins, so weiß ich nicht. Aber. Ja, ne? Camo gibt es da. Ah, Christ! They got Bravo! Let's kick some ass! Camper, ne? Hm. Also, ist ja durchaus eine legitime Taktik, ne? Kann man ja tatsächlich nicht mal was gegen sagen. Man muss eben mit umgehen können. Ah, ja, 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 ja. Verdammt! Doch, PUBG fetzt, na. Ist Geschmackssache. Ist alles Geschmackssache, muss ich sagen. Ich hab's ja auch eine ganze Zeit lang gezockt, aber irgendwie. Irgendwie macht es mir keinen Spaß mehr. Und Insurgency ist so eine ganz coole Mischung zwischen, ich sag mal, zwischen Battlefield und Squad. Ja, also das. Relativ an die Realität angelehntes Waffenverhalten. Aber eben auch so ein bisschen nicht so den Hyperrealismus wie bei Squad. Das heißt Hyperrealismus, also Squad ist ja schon relativ an die Realität angelehnt. Ach, verdammt. Irgendwo ist ein Sniper. Ja, aber deswegen, also gerade hier so ein bisschen mal in eine Runde reinhüpfen und ein bisschen zocken, das ist schon ganz cool. Wie gesagt, gerade wenn man nicht unbedingt viel Zeit hat und einfach nur mal ein bisschen entspannt daddeln möchte. So, müssen wir mal gucken. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass sie jetzt. Nice! Das ging relativ zügig. Ja, mal gucken. Also ich habe auch wieder Bock, LS ein bisschen was aufzunehmen, ne? Aber irgendwie wirklich ganz entspannt und nicht großartig.
nicht großartig jetzt in einen Mega-Let's Play oder sowas auszuarten, sondern einfach ein bisschen spannend, so wie es sich halt gerade anbietet. So, hier mal eben gucken. Und wer durch die Mitte kommt. Oh, das gibt es doch nicht. Ach. Oh nein, wir haben den AFKler mit dabei. Ja, super. Ich müsste, glaube ich, mal... Warte mal, habe ich jetzt hier ein paar mehr Punkte? Nee, habe ich immer noch nicht. Achso, ja gut, wenn wir das nehmen, können wir einen Red Dot drauf machen. Machen wir mal so. Ja, entspannte Bier. Ja, ich muss mal gucken, wie lange ich meinen Server noch haben werde. Denn ich bin da nach wie vor mit G-Portal verpartnert, sage ich mal. Aber wenn keine Videos kommen, ist es natürlich für die Jungs auch schwierig. Schwierig. Oh, verdammt. Ich habe ihn gerade gesehen. Schwierig, weiter einen Server zur Verfügung zu stellen. Aber deswegen so ein bisschen für mich selber. Ich selber ein bisschen LS zocken, ganz in Ruhe, ganz entspannt. Und dann nebenbei aufnehmen quasi, ne? Und das, was bei rumkommt, dann entsprechend zusammenzuschneiden. Ja, warum nicht? Wir nehmen mal die Uzi, ja, oder die Cobra oder die AKS. Können wir auch die AKS nehmen. So, accept. Lol. Was ist das denn? Blöd. Okay. Level up, Bams. Ja, also man sieht schon, man kann auch so ein bisschen Next Match. Man kann auch so ein bisschen ableveln und so weiter und so fort. So Erscheinungsgegenstände. Also man kann sein Aussehen so ein bisschen verändern. Da kann man durch Ranked Matches ein bisschen was freischalten und so weiter. So, mal gucken. Ja, ich bin ready. Man muss allerdings keine Ranked Matches spielen. Ne? Man kann eben auch einfach ganz normal freie Matches zocken. Das geht natürlich auch. Oh, was ist denn hier los? Das ist immer so ein bisschen das Problem mit Ranked Matches. Du musst halt wirklich immer, bist darauf angewiesen, dass sich irgendwie da irgendwelche Leute rausspringen und so weiter. Ja, KD erstmal schön im Arsch. 3 zu 7. Nein. Thank you.
So, komm. Finding Game. Ja, ich bin ready. Och, komm schon. Also wenn er jetzt wieder kein Spiel findet, dann gehe ich in den freien Modus. Sonst alles, ja, Danny, sonst alles bestens. Ich muss morgen noch einen Tag arbeiten und dann habe ich zwischen den Tagen frei. Und muss dann entsprechend am 2.1. wieder. Also alles entspannt. Dieses Jahr haben wir die komplette Familie bei uns zu Hause. Ach komm. Ach, nicht Local Play. Wir haben die ganze Familie zu Hause und ja, das ist dann schon ein bisschen was anderes. Powerbits, Powerbits Game Team, bla bla. 63er Ping. Ja, können wir machen. Oh, ne, jetzt sind wir wieder. Hä? Jetzt sind wir doch wieder in dem Ranked Match, oder was? Naja, egal. Rifleman. M4A1. Läuft, läuft, läuft. Deploy. So, ne, das ist jetzt quasi im freien Modus. Zack. Losing Bravo! Bravo ist doch hier links. Oh shit. Piep. Ah, Christ! They got Bravo! Pizza! Ah, verdammt, da waren noch ein paar mehr drin. Da hätte ich vielleicht die Granate mal reinschmeißen sollen. Push out! Aha. Es piept. So. Let's go, let's go, let's go. Palim, palim. Frag out, frag out. Take a Bravo. Damn it, the gas out. Friendly down. Oh. Go, go, go. Okay, läuft. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt mal zur Delta rüber. Läuft doch irgendwer außer mir. Okay, eigener. Straße checken. Eigener, eigener. Hoppala. Verdammt! Das gibt es doch nicht. Ich habe immerhin einen Mensch. Also man sieht schon, man ist relativ schnell. Man ist relativ schnell da noch tot. Also ein, zwei Kugeln können einen tatsächlich auch schon aus dem Match schmeißen. Was ich aber eigentlich ganz geil finde, weil das. Das sorgt eben auch dafür, dass das Spiel so ein bisschen
ich sag mal, dass man so ein bisschen mehr darauf achten muss, wie man hier jetzt vorgeht. Ob man nicht einfach so, ne, stumpf drauf los pushen kann. Hopp. Da muss man eben schon ein bisschen drauf achten. Keine Weste, doch, doch, aber auch eine schusssichere Weste hilft in der Regel nur gegen ein bis maximal zwei Schüsse. Und dann ist es vorbei. Nein! Deswegen, also hier in diesem Spiel zu sterben ist relativ schnell und unkompliziert. Und die Respawn-Zeiten sind halt immer, ne? Man merkt vielleicht immer, wenn ein Ziel eingenommen wurde quasi. Dann ist so eine Respawn-Welle. Da respawnt dann das komplette Team. Immerhin. Kann man das zusammenzocken? Klar. Natürlich. Hallo? Ah, okay. Ich nehme mal den Rifleman. Mal wieder. Kann ich hier inzwischen mal sowas wie ein... Nee. Wir nehmen das G36. Foregrip. Flash Hider. Nee, Flash Hider nicht. Foregrip. Alter, was? Red Dot. Foregrip. Accept. Light Armor. Heavy Armor kostet 3 Punkte. Okay. Dann halt kein Heavy Armor. Welche Map? Ah, okay. Ich habe das alte Insurgency auch tatsächlich auch gespielt. Manche Maps kenne ich sogar noch. Okay, we're taking Charlie now. Oh. Sorry, ich wollte nicht vorlatschen. Alright, Delta, it's been secured. Securing target.
Bums. Na komm. Also ich glaube, das sind aber nur für Gegner mit dem, das ist mir tatsächlich erst einmal passiert oder so, also. Das ist überschaubar. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Also ja, es kann passieren, aber im Normalfall kriegt man schon mit, wen man da gerade vor sich hat. Weil die Charaktere auf den verschiedenen Seiten auch durchaus ziemlich unterschiedlich aussehen. Gibt's doch nicht, oder? Unfassbar. Drag out, drag out. Let's kick some ass. Jo, machen wir. Don't die. Ja, don't die. Mir wohl öfters mache ich das immer einfach. Ja. Ich muss sagen, also man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich dran. So oft passiert es tatsächlich echt nicht. So, ich würde sagen, wir müssen mal Charlie cappen. Was? Oh, 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 nein. Blöd. Gelaufen. Ja, also man sieht, es gibt immer Runden, wo man ein bisschen öfter drauf geht. Das kann halt durchaus mal passieren. Gerade wenn der Gegner schon in einer vorteilhaften... Ist Bravo. Bravo ist doch hier rechts. Oh, oh, da oben, da oben. So, Bravo eben mal wiederholen. Jens, mein Lieber, vielen Dank für deinen Resub. Mega geil. Dass du da immer noch die Stange hältst, sag ich mal. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, sehr cool. Das freut mich wirklich sehr. Gerade Wolfi, moinsen. Gerade weil ihr wisst, dass ich nicht so regelmäßig da bin, ne? Aber heute hat es mal wieder gepasst. Quit fucking around, okay?
Our reinforcements are getting low. Auch wenn es kein LS ist. Ja, das ist ja umso wichtiger, umso wichtiger. Man down! Man down! Oh shit. Ich möchte mich nicht genötigt fühlen, nur noch LS zu machen quasi. Da hätte ich dann ehrlich gesagt auch keinen Spaß dran. Mehr raus, hä? Ah, shit, they're at Bravo! What? Jetzt doch wieder in Bravo? Es ist doch hier. Fuck. Unten ist er nicht. We lost Bravo. Fuck. Yo, oh, verdammt. Ich wollte schon fragen, wer der Kerl vor der Cam ist. Was? Wer ist das? Keine Ahnung. Gott sei Dank muss ich den Sound nicht ertragen. Ja, das ist das. Deswegen der Sound ist noch so. Wo ich sage, ah, das tut mir schon ein bisschen weh. Aber gut, also, wie gesagt, mal gucken, mal gucken. Er lässt zuletzt am 8. Dezember reinguckt, aber auch nur mal einen Mod anzugucken. Okay. Ja, ich glaube ich tatsächlich auch. Ich habe mal geguckt, ob inzwischen alle Fahrzeuge diese, diese Seatcam haben, ne? Das, dieses Rumwackeln beim Fahren. Das fand ich schon ziemlich schlecht, dass sie die einfach vergessen haben. Bei den meisten Fahrzeugen einzubauen. Verdammt. Klar, von Bekannten aus dem Sitzen aber seid ihr. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ich muss auch sagen, mir fehlen tatsächlich auch noch so ein paar Mods für den 19er, um da wirklich richtig Spaß dran zu haben. Ich meine, die Basis ist ja nicht schlecht, ne? So, aber. Lasst uns nicht mehr so viel vom Landwirtschaftssimulator sprechen. Sonst ist ja doch wieder nur das eine Thema, ne? Muss ja nicht sein. Gehen wir mal hier rein. So. Bravo Clearing. So. Fuck, fuck, watch out. Boah, das ist doch nicht wahr. PUBG hat eine neue Karte. Irgend so eine Winterkarte oder sowas, ne? Geh mal wieder zum verrückten Ösi. So, Bravo, Delta. Wenn es bei Whitey weitergeht, bin ich drüben. Grube mit dem bösen Wort hier. Nice. Skopliert. Horrible. So, irgendwas? Nö, natürlich nicht.
flash you. Macht ja aber auch nichts. Guck mal hier, siehst du, so ganz viele verschiedene Charaktere. Das finde ich eigentlich ganz geil, ne? Das ist wirklich Allah, rach, no, I can't. Okay, ready. No. Hallo, Hamburg. Ja. Hallo, Snackbar. Okay, good. Negative. I'm ready. Oh, stupid man. Wow. Come on. All right, let's go. Roger that. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Even if it's the 24th, whatever. Spielgefühl? I got a new graphics card for Christmas. Um welches Spiel geht's denn? Um welches Spiel geht's? Affirmative! Fuck it all! Fuck it! Fuck up! Smoke! Oh shit! Klick, 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 klick! Oh Mann! Ich nerv ihn ja schon, aber ich mag mich. Nee, nee, nee. Okay, let's go! Relax, you got this! Nee, nee, nee. PUBG. PUBG habe ich deinstalliert. Und ich spiele es auch so selten, dass ich es glaube ich nicht mehr wieder installiere. Oh, das ist doch wohl nicht wahr, Mann! Der soll sich mal nicht so haben. Ja. Fortnite, nee. Nee. Im Leben nicht. Spread the fuck out. Jo, Danny, haust du rein. Hä? Das hat sich sehr nah angehört. Lol, was macht ihr hier? Boah, ja. Man rennt auch nicht einfach so durch die Rauchgranaten, ne? Running low on reinforcements. Wow. Watch out! Step back! Throw your smoke, guys! Oh, wow. Oh, nee, tatsächlich. Oh, fuck, 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 fuck! Oh, whoa, 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 whoa. Oh, wow. Oh. Okay, be clear. Oh, let me load. Moving towards B.
shotgun. Capturing Charlie. Oh, das waren mehrere. Jo, Wolfie, haust du rein, bis später. So. Just so you know, you're all reinforcements. Delta, okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Don't forget to defend me. Das sind so Dingsbums-Drohnen. Miese Viecher, ey. Schon wieder in verschiedenen Leute. Damn. You guys need to go up there, Cat. We're gonna get a new reinforcement. Oh, your team is out of reinforcement base. Okay, wir müssen also wieder ein Objective einnehmen, damit wir überhaupt wieder Leute spawnen können. Mal gucken, wann das klappt. Ich werde jetzt kurz ein bisschen warten. Schade, ne? Wow. Gerade noch mal so erwischt, ey. Irgendwo läuft er. Da kommt er. Da ist er doch. Da ist er doch.
Na. Ah, da kommt noch ein zweiter. Schade. Sehr schade. Den hätte er ja nochmal mit erwischen können, wa? Enemy at Bravo! Achso, ja, ist der letzte, der über ist. Ei, okay. Das ist der letzte Spieler aus unserem Team. Wenn der hinüber ist, dann ist vorbei. Boah. Miese Gesichtsfarbe, oder? Sieht nicht so ganz gesund aus. Oh, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Du musst nur diesen Punkt hier. Nein! Nice try, man. Nice one. Okay, bring what you need. Yalla, let's do this. Yalla. Die Voiceover sind auch ein bisschen lustig. Naja. So. Und loslaufen. Oh wow, also die ballern erstmal mega rum. Charlie. Bam 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 bam. Oh wow, der kann durch Türen laufen. Hier defenden dann direkt mal Bravo, wa? Ist hier schon irgendwer? Verdammt. Das klingt ja nach einem Artillerieschlag, nicht? Bravo, Bravo. Werden wir mal gucken, wo wir Bravo eventuell nochmal. Hey, hey, hey,
gelangen. Naja. Jacques Chirac. Da kommen sie. Ja. Sie, sie. Ja, das ist so dieses schöne Hin und Her. Man muss immer einen Punkt verteidigen, den einen anderen angreifen. Das heißt, du hast eigentlich immer so zwei Punkte, um die sich die Action dreht. Bei relativ großen Karten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, wir gehen mal wieder hoch. Ne? Eigene. Oh. Der Dude ist schon wieder RIP. Ja. Kommt halt vor. Es geht immer darum, wer schneller klickt, ne? Wer schneller an der Maus ist. Das ist leider so. Das ist nun mal leider so. Bravo ist auch unter Feuer, wenn ich das richtig sehe. Alter, wo läuft denn? Oh, ich fass es nicht, ne? Bravo, Guys, bravo. Er läuft durch die Wand und. Boah, bisschen durch die Tür. Er ist klar. Falsche Ecke gedreht. Schade. Ja, kann passieren, ne? Bisschen Luck gehört halt auch dazu. Ja. Erstmal wieder grob Richtung Bravo und dann Richtung Charlie ist da hinten. Okay. Nicht schießen bitte. Boah. Super. Meinst du den Whitey-Dude, der zockt für Tribals und nicht so erfolgreich? Achso. Keine Ahnung, was Twitch Rivals ist. Ich weiß es einfach nicht. Oh, wir sind schon wieder keine Reinforcements. Ne? So, na toll.
Irgendwer hier gerade am Cappen oder so. Die sind auf dem Weg zu Charlie. Aber bis das eingenommen ist, kann es ja doch wieder ein bisschen dauern, ne? Gucken. Wie sagt denn hier unser Loadout? Ja, gar nichts. Okay. Losing Bravo! Na, anstatt einen Punkt einzunehmen, verlieren wir jetzt gerade natürlich wieder eine. Das ist ja. Wenn es einmal läuft, dann läuft's, ne? Da spielen Twitch-Leute gegeneinander für den guten. Ach so, okay. Ja, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Alles klar. Nächste Runde aber mehr Glück, würde ich einfach mal behaupten. Dieses Mal sind wir schon relativ viel gestorben. Ja, ich geb's zu. das sind die alten Gichtfinger. Das ist. Kannst du nicht mehr so schnell klicken wie die jungen Leute heutzutage. Okay. Ich weiß nicht, warum dieser Loading-Screen noch kommt, weil wir spielen eigentlich gerade gar kein Ranked-Match mehr. Oder, nee, spielen wir nicht. Weil mit den Leuten hier spielen wir gerade gar nicht mehr zusammen. Man weiß es nicht. So, 100%. Das zeige ich euch schon mal, 100%. Und er ist in dem Screen stehen geblieben. Okay. Okay. Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir starten einmal neu. So ist es halt manchmal. So ist es manchmal. Das kann passieren. Jetzt kommen wir noch mit den, Screens durcheinander. Ja, so. Bild ist wieder da. Spiel ist wieder da. Press to play. Läuft. Load. Wir können ja mal nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal ein Ranked-Match finden, damit wir ein bisschen upleveln, ein bisschen was wieder neue Sachen freischalten und was weiß ich nicht was. Also ich werde jetzt hier nicht allzu lange warten, bis wir ein Spiel gefunden haben. Oh, da, ja, ich bin ready. Tja, Bugs haben wohl die wenigsten Games. Ah, jedes Spiel hat Bugs. Jedes fucking Spiel hat Bugs. Das kann noch so gut sein. Das liegt in der Natur der Softwareentwicklung. Es ist einfach so. Kann mir keiner erzählen. So, komm hier. Einer noch. Einer noch. 10 von 10. 3, 2, 1 und... Oh. Deswegen das Kappa. Ach ja, okay, siehst du ja. Muss so genau hingucken. Muss so genau hingucken und dann kriegt man auch alles mit. Naja. Ah, so. Oh, fein in Game. Ach. Komm schon. Ich will jetzt nochmal ein Ranked Match. Bitte. Eins noch. 5 von 10. Kriegen wir die andere Hälfte vielleicht auch noch hin. Die Musik ist ganz schön laut im Hauptmenü, oder? Kann das sein? Oder kommt das so mir so vor? Match Preferences? Achso. 9 von 10. Komm, einer noch. Einer noch. Du schaffst es, Junge. Komm schon. Drück auf Ready. Kannst du knicken. Knicken, lochen, abheften. Wir suchen uns so ein Spiel.
Edge Gamers. 31. Stick together. Workplace Rhythm Computer Computer. Ne, ist nicht wahr. Wir werden das tun. Wir werden das tun. Wir werden das tun. Wir gehen auf Rifleman. Wir. Oh, okay, okay. Nice. I am Terrorist. Bravo. Okay, bravo. Okay, 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 okay. Bitte nicht wehtun. Ach, das war ein Blatt. Da ist einer von meinen. Ja, 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 ja. Oh, fuck. Oh, Mist. Dezent übersehen den Mokel. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. So, 23, 22. Go, go. Ach, Push. Okay, wir müssen also Bravo verteidigen. Und ja, okay, ich war schon zu übermütig da vorne. Lass sie doch kommen. Lass sie doch kommen. Lass sie doch kommen. Yes, they need help. We will fight to our death. Oh nein! Oh wow! Wie ich einfach mal den Typen nicht treffe. Go inside. Wo ist er? 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 Geil, 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 geil. Hier ist noch irgendwo einer. Bist du? Au, 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 au. Ja, ich blocke. Nicht mich schießen hier. Ich gehöre zu euch, Junge. Ich gehöre zu euch. Ja, wo, 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 wo? Oh, alter Schwede. Schön in die Granate reingelaufen. Nice. Mit dem Fernglas kämpfen. Läuft. Yalla, yalla. Ja. Hey, hey, spread out and run. Spread out and run.
Machen wir. Schnell. Rauf. Immer schön die Treppe rauf. Geht um. Oh, nee, das ist doch nicht wahr. Wo hat der denn schon wieder gehockt? Loading! Nee. Oh, gut. So ein Power ist das. Sisi. Okay. Jalla. Hey, aber dafür halten wir Bravo immer noch ganz gut, muss ich sagen. Also, glaube ich. Oh, wow. Renn am besten auf ihn zu und ja. Ja, Low Bob, Alter. Mann. Läuft gerade nicht so gut. Wie sieht's denn hier mit der Class aus? Wir haben eigentlich so ziemlich. Wir gehen mal auf Demolitions. AK-47. Cobra Sight. Vorgrip. Accept. Save Loadout. Haben wir RPG? Ja, wir haben RPG. Sehr gut. Jetzt geht's hier nämlich ab. Ich schwöre dir, ich mach euch platt. Habe ich wenigstens. Nein, was? Ist ja nicht so, dass ich da gerade ein RPG reingehauen habe oder so. Okay. Nächstes Mal. Easy. Oh wow. Da hinten lag doch mal einer. Fump. See, wir sind hier die. Okay. Na endlich. Run, let's get over there. Lass mal geil machen jetzt, komm. Ich hab kein Radio. Das gibt's doch nicht. Irgendwie schockt der nicht, ne? Kann das sein? Lass mal den nehmen. Safe. Thank you.
Good luck out there. Wow. Ich glaube, ich möchte nach oben gehen. Ich möchte nach oben gehen. Wo ist denn die Treppe nach oben? Hier geht's hoch. Gucken, links sind relativ viele von uns. Rechts sind nicht so viele. Oh, nice. Das M249 gibt es auch, aber in dem Fall ist es eine PKM. Also das russische Pendant, sage ich mal. M249 hast du auf Seiten der Securities. Da sind die westlichen Waffen mit dabei quasi. Breacher MP7. MP7 mit Red Dot. Oder Holo. Oder Flipper. Nee. Holo. Okay. Ja, die Scheiße. Ich kann immer noch keinen. Ich habe so wenig Punkte. Supply Points, weißt du? Ich glaube. Die kriegst du, wenn du so Ranked Matches machst. Das habe ich noch nicht so ganz. Habe ich noch nicht so ganz durchgestanden. Bin ich da noch nicht. Yes, Radio over here for fire support. Da, guck. Nein, 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 nein. Oh, ich laufe auch über den Berg, Alter. Ich laufe über den Berg. Bisschen doof bin ich ja auch, ne? Ja, mit dem fetten MG auf dem Pickup da, Alter. Ja. Ja, ich weiß, das war nicht die schlauste Idee. Ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja zu. Ich glaube Besserung. Let me through. I am the breacher. Ah. Nein, nein, nein. Oh, was war da? Ich hab. Sammel Kill. Ja, du kriegst. Also diese Deploy, diese Supply-Punkte kriegst du natürlich nicht, aber du kriegst halt so Level Points, ne? Und je höher du quasi im Level bist, desto mehr Supply-Punkte hast du, glaube ich. Also dieses Ranking-System habe ich noch nicht so ganz durchdrungen. Muss ich ja sagen. The fuck? Yo, hey, I'm loading up. Cover me. I'm reloading. Oh shit. Den hätte ich auch irgendwie besser kriegen können, ne? Da kommt wieder mein Problem. Gegner finden, erkennen und töten. Ja, aber ich sage das, man sieht schon, ja, also wie gesagt, die Insurgents. Die Insurgents sind halt in der Regel vermummt, ja, und die Security Forces halt nicht. Oh, shit. Oh. Ich sollte mir langsam angewöhnen,
irgendwie alter. Irgendwie mal besser um Ecken zu gucken und so. Gerade so im Kreuzerkampf habe ich noch meine Probleme. Ja, das, man gewöhnt sich dran. Wie gesagt, man gewöhnt sich dran, wie die aussehen. Das ist, ist normalerweise gar nicht so die Schwierigkeit, muss ich zugeben. Capture B. Shit. Loading Weapon. Oh, es ist aber auch hier wieder komplett über freies Feld hier. Gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ja, gerade habe ich noch gesagt, ich sollte vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen. Und dann laufe ich da wieder einfach so rüber. Das war nicht so schlau. Alter, dieses MG. Oh wow. Bisschen Glück gehabt. Oh, 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 oh. Hä? Ganz ehrlich, ne? Ganzes Magazin auf den Typen abgefeuert und der steht da noch, oder was? Was ist das denn? Einmal mit Profis, ja, du hast vollkommen recht. Vollkommen recht. Headshot. Ja, den einen auf jeden Fall. Den einen auf jeden Fall. Aber die anderen da halt nicht. Oh! Oh. Oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man. Waren doch 4 Kills gerade. Ja, 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 ja. Aber man kriegt, wie gesagt, diese, die Kills, da kriegst du keine Deploy, Supply-Punkte für. Die Kills gehen halt nur generell auf dein, ja. Gehen dann auf das Punktekonto. Oh, oh. Habe ich ihn? Ja. Bams.
Oh 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 oh! Nein! verdammt! Im Grunde genommen geht es aber ums Abschießen. Ja, also es dreht sich zumindest darum. So, ja. Aber man hat halt durchaus. Also du kannst eben eine Runde gewinnen, indem du alle Gegner abschießt. Abschießt klingt auch sehr gut. Indem du alle Gegner ausschaltest. Und. Oh wow. Oh shit. Nein, das gibt's ja nicht. Und indem du die ganzen. Diese ganzen Capture Points hier. M16 gibt's auch, ja. M16 A2 und A1 meine ich. Da läuft er doch. Ah ne, es ist. Gibt ja mehrere M16 Varianten. Get me assassin! We need assassin! Call for a gunshot! Oh, nee, hat er nicht gekriegt. Ja, ja, die M16 gibt's auch, klar. Okay. M16, M4, es gibt zig Waffen. Was man so als und jede ist halt so auch modbar, ne? Du kannst dir so Anbauteile mit. Och, genau. Du kannst dir eben Anbauteile mit anbauen. Und dann, ich habe jetzt hier zum Beispiel als Breacher habe ich die Möglichkeit, kann ich auch die MK18 CQB nehmen und dann kann ich hier einen Red Dot draufsetzen. Flash Hider brauchen die, können wir auch mal die nehmen. Green to green, dude, let's go. Ja, aber die Anbauteile, die M4 gab, ja, die hatte ich vorhin in den Runden. Auf der anderen Karte, da habe ich die M4 gehabt. Da fuck. Warum liegt da hier ein Toter? Okay. Oh nein! Die hat Einzelschuss, ja. So, jetzt müssen wir ja mal ein bisschen zusehen, dass wir hier jetzt mal was reißen. Please don't shoot. Put down an explosive! Oh fuck. Nein! Scheiße! Na, ja, da hätte man vielleicht mal eher in Deckung laufen sollen. Beziehungsweise ich kann noch so ein Combat Reload machen, wo er das Magazin einfach auf den Boden schmeißt. Und dann einfach ein neues reinhaut, ne? Ja, hab ich gerade nicht dran gedacht. Aber das geht eben auch.
Wie ist das Sprayfall bei den automatischen Waffen? Sehr an die Realität angelehnt. Also da musst du schon. Da musst du dir schon Mühe geben, dass das hinhaut. Und dass du damit auf weite Entfernung auch was triffst. Deswegen, es gibt da hier, sieht man hier auch, Biports, die kannst du eben entsprechend auch aufsetzen, dann, dann ziehst du noch genauer und so. Also mit Kombi. Mit Kombi? AKM will ich mal sehen. Die AKM ist logischerweise nur auf der Seite der Insurgents verfügbar. So, und jetzt hat hier unser einer Observer gerade den Apache geholt. Also ziemlich die mächtigste Supportwaffe, die man auf die Map rufen kann. Hallo Akbar! Hallo Akbar, we will catch our 72 virgins, my boys! 72 chicks! Naja, also, obwohl es ein Defeat war, gar nicht mal so schlecht. Breacher, Uzi, AKS, Suppressor. Und einen OKB oder ein Cobra. Okay. Okay. Ja, wir kommen! Pagaji, Pagaji! So was. Ja, genau. Jetzt haben wir hier auch Laserpointer. Chong, 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 chong. Oh. Da brennt gerade jemand. Oh. Scheiße. Meine Mitkommission ist das hier. Ja, genau. Also die Anbauteile verändern auch das Waffenverhalten, ja. Jalla, durchaus. Wir gehen mal hier rechts rum, mal gucken, ob wir vielleicht... Das gibt's doch wohl nicht. Oder? Hier ist übrigens die M16, ne? Get moving! Going in! Was habe ich denn eigentlich noch an? Frag Grenade, Smoke Grenade und okay. Enemy captured A! Oh no! Och, da oben lag er. Verdammt. Ach, da lag er, da lag er, da lag er. Und diese
Diese Sprüche sind irgendwie schon ganz cool gemacht. Yes, firing mortars now. Ja, blocking. Du solltest vielleicht mal nach hinten gucken. Müssen wir schon wieder Bravo verteidigen hier. Okay, okay, okay. Was ist hier passiert? Oh, verdammt. Die Ska gibt's auch. Hier, oh, die Ska gibt's auch. Du tätest Sputnik. Moin. Das war ein A10-Überflug. Ja, ne? Kann ja nicht immer nur auf Security-Seite spielen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Hop, hop, hop. Irgendwie glaube ich, dass da einer war. Oh, nee. Da, da. Hier ist mehr Schaden als bei anderen Games. Yo, hier geht ganz gut was ab. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Der Sound stimmt hier definitiv. Ich hoffe, dass das vom Spielsound und vom Mikrosound ja noch ganz gut hinkommt. Ansonsten müsste einfach mal Bescheid geben. Dann müsste ich da noch mal adjustieren. So, und jetzt müssen wir hier erstmal. Okay, das waren die Bomberdrohnen. Ja, ist gut. Ist lauter, man versteht. Na dann ist gut. Spielsound ist ein bisschen heavy im Vergleich zur Mic. Warte mal. Settings. Audio. Ja, wir können das halt noch mal ein bisschen runterdrehen, ne? Ich hoffe, man hört es jetzt noch ausreichend. Schauen wir mal.
Ja, soll ja auch ein bisschen rumsen, ne? Soll ja auch ein bisschen rumsen. Okay, Minigun Support, das klingt schon mal wieder nicht so gut. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hauptsache, es sind vier Leute auf dem Innenhof da. Ja, es war jetzt nicht so gut. Kannst du machen nix, kannst du machen nix. Oh ja. Bitte, bitte, bitte. Diese Unterstützungshubschrauber zum Beispiel kann man auch runterholen, ne? Also das geht durchaus auch. Ansonsten machen die einem hier jetzt wirklich das Leben schwer. Oh oh. Das können unsere MG-Schützen gerne machen. Wow, 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 wow. Oh nein, 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 nein. Oh, verdammt. Oh, schön an zwei vorbeigelaufen. Oh, komm, was war das denn? Ba, 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 ba. Läuft. Jalla. No. Ja, das ist Zerstörung von kulturellem Erbgut oder nicht Erbgut, Kulturgut. Ah, schön, Charlie haben wir verloren. Ist nicht so geil. Oh, da kommen welche. Warum ich nicht squadde? Weil ich mit der schmalen Zeit, die ich habe, Grafik ist auch selber. Ja, Grafik ist, würde ich fast beschreiben, bei. Bei Squad sogar noch ein bisschen besser. Ich muss sagen, Insurgency macht mir gerade extrem viel Spaß, weil man einfach mal so in so eine Runde reinspringen kann und halt ein bisschen zocken kann, solange man Bock hat. Und ja, man einfach mal so ein paar spaßige kleine Runden drehen kann. Und bei Squad ist es ja doch schon ein wenig größer, ne? Also wenn du bei Squad zum Beispiel keine vernünftigen Leute hast, dann macht Squad auch nicht wirklich viel Spaß. Ja, genau. Ah, oh, ey, das gibt's doch nicht. Oh, aber meine Nate hat zwei Leute. Oh, das läuft, das läuft, das läuft. Ja, okay. Hier. Aber stimmt schon, Grafik ist ähnlich, ja. Aber das Squad ist halt noch ein bisschen mehr auf Realitätsnähe getrimmt als Insurgency. Bums.
Postscriptum habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Okay, oder? Ah, das gibt's doch nicht. Postskript und die Atmosphäre, ja, auf jeden Fall. Da kann man schon nicht meckern, ey. Postskript. Oh, ich hab's auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich weiß es gar nicht. Die letzten Patches sind ja die. Ist ja die 82. Airborne, glaube ich, mit reingekommen, ne? Muss ich mir auch mal wieder reinziehen, ey. Muss ich mir auch mal wieder reinziehen. Ja, genau. Bams. Und eine neue Karte, okay. Ja, cool. Aber wie gesagt, muss ich mir mal wieder reinziehen. Schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Mein Postskriptum war ja ohne die Amis auch schon sehr spaßig, ne? Also mir hat es auf jeden Fall mal Bock gemacht. Au, 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 au. Hier? Oh, tack. Oh wow, was war das? Hier? Nee, 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 nee. Oh, mein Ellenbogen juckt. Was soll das denn? Sehr schlau vor meiner Knarre rumzulaufen. Nice. Läuft, läuft, läuft. So, mal gucken. Spielen wir jetzt hier auf die Security-Seite oder spielen wir als Insurgent weiter? Müssen wir schauen. Ding, 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 ding. GG, man. Okay. Schwarzer Bildschirm. Ah, gut. Wir spielen Rifleman. Ah, ja, okay. Alles klar.
So, M16A4, G3A, M4A1, wir nehmen ein Red Dot, das reicht erstmal. Achso, war auf Single Fire, okay. Dim, 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 dim. Okay. Ach, verdammt. Nur war ein bisschen blöd. Na, schaut, ach, da oben. Okay. Kann man das nicht umstellen mit B? Was umstellt? Das, den Feuermodus? Mit X tatsächlich, nicht mit B. Moin, treff nix. Na? Wie ist die Lage? Ja, nicht B, X. X. Da ist halt, die verschiedenen Waffen haben verschiedene Feuermodi. Ne? Das ist einmal F wie Frieden und Dreierstöße und Dreierfeuerstöße, Entschuldigung. So. Und PUBG mit, ja, PUBG, PUBG, PUBG. Pupke, Pupke, Pupke. Servus, ich lauf mal in die andere Richtung. So, wir müssen Alpha verteidigen. Gucken wir, was hier so geht. Wo wird denn hier geschossen? Wo bitte geht's hier zum Militär? Tingelingeling. Tingelingeling. Oh, 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 oh. Ich lauf voll auf die Straße, oder was? Richtig professionell. Du musst schon auf den... Okay, da hinten kommt es mit dem Auto. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ja, da kommen ganz viele. Habt ihr die nicht gesehen? Oh shit, oh shit. Oh. In dem Moment, wo er geschossen hat, habe ich ihn gesehen. Hilft einem dann auch nichts mehr. Das ist das Problem. Irgendwie sagt mir die Karte gerade gar nicht so. Ja, ja, ja. Ah, super. Alpha haben wir verloren. So now it's Bravo. Defend Bravo. Ja, 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 ja. Ich gehe mal lieber wieder auf Full Auto, dann. Oh, 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 yep, 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 yep. Oh, der habe ich nicht mal gesehen. Wo war der? Verdammt. Ja, das kommt, weil ich was im Auge hatte. Ganz klar.
Das ist er. Da musst du, kannst du machen nix. Da kommt noch einer. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. 3, 2, 1. Jetzt können wir auch wieder mitspielen hier. Ja. Spread it out. Was hier vorne wird schon geschossen? Okay. Dann sollten wir vielleicht. Dann sind wir ja gleich schon wieder hier vor. Oh. Habe ich den erwischt? Ich bin mir nicht so sicher. Was? Von da kam ich doch gerade. Boah. Ich hab da noch was fliegen sehen, aber irgendwie. Jo, gib ihm. Ich hab da noch was fliegen sehen. Erstmal richtig unter Feuer hier. So, let's go. Ja, let's roll. Ja. Let's roll. Oh shit. Oh shit. Ich hab dich gesehen. Hä? Oh, was? Ich war hinter der Ecke, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Klick, klick. Naja, aber wie gesagt, ne, die auch dieses Spiel ist nicht bugfrei. Teilweise wirst du halt durch Ecken erschossen oder auch durch, wie gesagt, das voll mit den Türen, dass du halt durchrennst und dann steht plötzlich der Gegner vor dir und weiß quasi schon, dass du da bist. Das ist manchmal noch ein bisschen. Naja. So, der. Die Gegner haben aktuell keine. Oh shit. Oh ja, lauft mir doch am besten einfach vors Gewehr, ey. Ganz ehrlich. Get in cover, Mort is coming down. Alter, ich sehe gar nichts, wollte ich gerade sagen. Meine Hände sind weg. Warum sind meine Hände weg?
Muss man nicht verstehen, ne? Oh, nice. Nice, nice, nice. Ich denke, wir haben unseren Beitrag geleistet, ganz ehrlich. Welche Karte ist denn das? Wir nehmen Breacher. Och ja, wir nehmen mal den hier. Oder? Nee. Wir nehmen Rifleman. Wir nehmen die AKM und genau so, wie sie ist. No. Fuck you. No. Alright, go, get moving. Let's go. Get going. And get them moving. Ja, da kommen wir gar nicht. Okay, okay. Oh. Mein Typ ist so fett, der kommt nicht über die Sperre rüber. Oh shit. Oh shit. Oh, 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 oh. Ach nein, da unten lag er, verdammt. Wie ärgerlich. Oh, wir laufen mal hier weiter, ne? Ich fand die Position hier gar nicht so übel. So, mal gucken, dass jetzt hier nicht irgendwo einer drin hockt. So. Oh, da hinten, da hinten, da hinten. Da, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Ja, ja, ja. Verdammt. Wo war der? Der lag da bestimmt wieder. Oder? Ja. Mit Sicherheit. Gerade aus den Räumen, wenn einmal einer in der Ecke hängt oder sowas, hast du eigentlich keine Chance. So, dann sollten wir jetzt vielleicht mal A einnehmen. Was macht er da?
Au, 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 verdammt. So, 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 so. Mal eben gucken, ob hier eventuell schon mal wieder vorne jemand ist von denen. Wow, 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 wow. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Ich sag's ja, irgendwie bin ich zu langsam, langsam. Zu langsam, langsam. Ich habe ihn genau gesehen. Ich habe ihn genau gesehen. Aber er hat sich schneller umgedreht. Und das Ende vom Lied haben wir gesehen. Leider. Leider, leider, leider. Yes! Wie Gott, ey! Och. Hier schießt doch irgendwas Schallgedämpftes. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein! Oh, verdammt! Wo war der? Ich nix sehen. Ja. Ich weiß halt auch nicht, ob das so die allerbeste Idee ist, hier immer auf der Straße lang zu laufen. Scheinbar nicht. Werden mal ein wenig gucken. Ach, da oben können auch welche sein. Da war einer. Wo bist du? Ja, moin. Ach, verdammt. Ach, schade. Ja, so kann's gehen, Danny, ne? So kann's gehen. Oh, miese Nummer. Gib ihm. Ach, guck mal, das ist noch ganz lustig. Von außen hat er kein Zielfernrohr, von innen hat er eins. Ja, 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 ja.
Nein, 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 lass mich, lass mich, lass mich. Alter, ich sehe gar nichts. Oh, ja, und lauf natürlich. Natürlich laufe ich in die Asbest rein. We need to fight harder. Aha. Contact East. Was passiert eigentlich, wenn ich hier hochlaufe und dann hier rüber? Und Kazu, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Okay, das bringt doch gar nichts von hier. Oh shit, oh shit, oh shit. We did it. We got it. We did it. Ach, da hinten hat er sich gerade hingelegt, ey. Hab echt das 19 und dann geballert im Hintergrund läuft. Er läuft doch, läuft. Geht doch nichts um die richtige Atmosphäre. Es geht doch nichts über die richtige Atmosphäre. So ist das halt einfach. So, Bravo haben wir eingenommen. Geil. Die Runde läuft gar nicht so übel. Sieht vielleicht nicht so aus, aber ist tatsächlich so. Shit, shit. Wo denn? Scheiße, ich sehe da oben nichts. Oh, ich glaube. Oh, da! Okay. Okay, okay, okay. Irgendwie ist hier keiner mehr von uns. Keiner mehr von uns, keiner mehr von uns. Doch, da ist noch einer von uns. Okay. Wow, wow, wow. Reloading! Reloading! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Gesichert. Nice. Don't stop, yalla, go! Hey, are you all still here? Idiot! They shot me! Wait, wait! Ach, I'm... Yay! Ja, läuft, ne? Läuft, 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 läuft. Server, I will send people
Oha. No, no. No, verdammt. Ich dachte, ich hätte Glück. Hätte ja klappen können, ne? Verdammt, ich hätte vielleicht auch einfach meine Pistole wechseln sollen. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee gewesen. Naja. Da war ich. Let's go, let's go, let's go. So, wo sind denn hier welche? Nicht auch noch einer. Oh shit, what? Oh, verdammt, 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 verdammt. Naja. Au, 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 au. Da fuck. Na, komm raus. Sicher, dass da keiner mehr ist? Ich bin nämlich nicht so. Wo ist denn er hier von hier oben? We need smoke. Oh, da. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Ich habe ihn doch zuerst gesehen. Und ich möchte behaupten, ich hätte auch zuerst geschossen. Naja. Also während ich wieder zocken muss, das Game zocken und streamen, dann geht's. Meinst du, dass du so ein bisschen die andere Stimmung dabei rüberkommst? Andere Soundkulisse? Ja, es hat was, ne? Hat was. So, seid ihr jetzt mal Dorsch hier hinten? Security. Wer? Hä? Wo? Verdammte Hölle, wo? Ja. Sagte er und bekam eine SMS im Hintergrund. Wow. Well.
Ach, da. Oh, verdammt, da war er doch in der Ecke. Ich hab's genau gesehen. Ja. SMS? Steinzeit ist ja. Ja, SMS. WhatsApp, was auch immer. Oh. Das kam überraschend. Was? Letzte Welle? Oh no. Oh no. Schade. Schade, schade. Defeat Leaf Game. Ja, Freunde, das würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein für heute. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben zu streamen. Ich hoffe mal, dass wir uns vielleicht zwischen den Tagen nochmal sehen. Mal gucken, ich habe frei, vielleicht habe ich ein bisschen Zeit und wir können noch ein wenig was zocken, liebe Freunde. Ansonsten, für heute soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Haltet einen Ausschau auf eure Twitch-Benachrichtigung. Also ich kann nicht sagen, wann es sein wird, aber ja, ich hoffe, dass es dieses Mal nicht wieder so lange dauert wie letztes Mal. Hängt immer so ein bisschen von Umständen ab. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und mach's gut. Ciao.